Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Simrail-Video. Ihr schaut jetzt gleich eine Aufnahme vom Livestream an. Ich war davor am Stellwerken und wollte eine letzte Abschlussfahrt machen. Und die hatte es ganz in sich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Ja, lol. Jetzt fahr ich doch meine eigene Station durch. Geil. So, aber ich kann euch jetzt mal diesen Hotkey zeigen, ne? Dass man komplett auf die Fahrstufe hochschaltet. Also einmal Plus, der ist die Fahrstufe, und dann Shift Plus. Geht erstmal auf 28 und dann nochmal auf 43. So, wir gehen aber auf 28 runter. Und macht das Spiel mal ein bisschen leiser. Führerstandsbeleuchtung hätte ich gerne an, aber hätte ich gerne gedimmt, damit ich ein bisschen was sehe. So, werd bitte nicht schneller, bleib genau so. Wir haben aber eine dezente Verspätung. Das schafft man nicht, da um 5 nach in Zawirsi zu sein. Moin RNV-Fan. 5783. Vielen lieben Dank für den Follow. Ja, allerdings. Weil es ist ja auch schon eine alte Dame. Lokführer. Not for me. Ganz in der Nähe. Und der Libo. Ich muss sagen, ich liebe diesen Hotkey mit Shift, dass man einfach richtig schnell hochschalten kann. Ich serviere sie jetzt wieder besetzt. Ja, von White Banana. Stelle per Exception jetzt. Dürft ihr jetzt schon mal Wetten abschließen, ob wir es überhaupt bis zum Szenarioende schaffen oder ob es vorher mal wieder so ein Disconnect gibt. Sechs Kilometer noch. Also wenn wir kein Disconnect kriegen, würde ich mal sagen, werden wir mit so plus 10, plus 15 Minuten abschließen. Das ist meine Einschätzung. Jetzt hier drin Passagieransicht. Sicht. 110. Ich tippe auf Disconnect. Ja, ist leider sehr wahrscheinlich. Aber das Witzige ist, wenn man von Warschau losfährt, dann kann man erstmal so eine Stunde, anderthalb, recht gut fahren, ohne dass man Disconnect kriegt. Oder sehr selten. Und erst dann, wenn man bei den Stellenwerke ist, wo die Spieler sind, dann häuft sich das mit den Disconnects. Also ist zumindest mein Gefühl.
10 Minuten mal nicht, aber sie ist wieder auf der Lok. Ja, als Abschluss. So, möchtest du runterschalten? Ende von ETCS. Das geht sich genau aus da mit den Rollen. Nicht einmal gebremst. Echt gutes Timing. Nee, der Schwank von der Lok ist total normal. Das kannst du auch nicht irgendwie abstellen. So, Bahnhofsbereich. Ein gebautes Sieg-Garantie. Jetzt einfach noch sauber anhalten. Nicht blamieren dabei. Bisschen verbremst. Hätte schwächer bremsen können. Also White Banana, falls du was sagst, man hört dich nicht. Wie jetzt Güterzug vorbeilassen? Das macht man nicht. Ich hab die höhere Priorität hier. Lass mal das Kaga schreiben hier. Güter müssen rollen. Ja, schon klar. Aber hinter mir, nicht vor mir. Sie echt noch weiter vorziehen, bin ich so lang. Jetzt kann ich anhalten. Ich bin wirklich so lang. Okay. Die Person hat Termine. Ich muss auch mal irgendwann ins Bett. Der Länge ist nicht mehr gut. Wow. Er ist böse. Fernverkehr muss auch mal wissen, was in Überholung ist. Wow. So, ich will losfahren. Bin fertig hier. Alter, lass mich doch jetzt nicht ernsthaft für den Güterzug überholen. Also auf TD2 dürftest du dir das nicht leisten. Jetzt gäbe Strafpunkte. Meine Damen und Herren, unsere Abfahrt verzögert sich aufgrund eines Güterzugs, der angeblich eine höhere Priorität hat als unsere. Wir bitten um Verständnis.
Ah, rein fängt es wieder zum Grafikglitschen an. Zum Minecraft-Style. Der lässt den knallhart vorbei. Geht ja gar nicht darum, ob der Güterzug schneller ist. Und der Priorität, der muss ich vorher fahren. War da denn ein Spieler drin? Ja. Und non for me. Nein, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich dachte, ich könnte halbwegs pünktlich mal mit Neuro City fahren. Ich glaube, wenn ich pünktlich fahren will, muss ich inkognito fahren oder eine Preisgeber, auf welchem Server ich bin. Aber ich sag's dir, Banana, wenn ich demnächst mal FDL bin und ich sehe dich, dann mache ich das gleiche mit dir. So, jetzt geht mal Ausfahrt hier. Ich bin hier weg. Ja, danke für den Sub, Reven. Freut mich. Musst du noch ein bisschen gedulden. Okay, was, wer steht, macht keine Feder. Ja, aber nicht in jedem Fall, ne? Und sonst so, was machst du hier so? Schöne Fahrt noch, Ausfahrt. Oh, finally. Wir dürfen fahren. Vielen Dank für den Follow. Rosip26. So, weg hier. Bevor es sich anders überlegt. FDL Feind des Lokführers, aber sowas von. Da Banana. Und wir können auch auf der falschen Seite aussteigen. Da können sie Fehler machen. Ah, fuck. Das war zu viel Leistung. Und nochmal. Weiß ich noch, da bin ich mal ewig lang in TD2 gefahren mit der EU. Na, das war mit der ET, genau. Und hab's ein paar Mal geschafft, dass ich zu viel Leistung gegeben habe. Und das hat's dann so weit geführt, dass ich die Lok voll abgeschossen habe. War nichts mehr mitfahren. Schöne Verspätung noch. Ja, nicht danke. Ja, die war dann effektiv kaputt. Also in TD2 ist das umgesetzt, dass wenn du da zu oft Blödsinn machst mit der Lok, dass sie dann wirklich eingeht. Dann darfst du die Fahrt abbrechen. Und je nachdem, wie der Fahrdienstleiter dann drauf ist, wird dann abgeschleppt. Oder du quittest halt. Ich muss das mal in Simrail ausprobieren, ob man die Lok hier kaputt machen kann. Das wäre eigentlich mal echt ein Experiment.
Ich meine, ein Experiment wäre es eigentlich, dass ich mal die ganze Zeit auf den Widerständen fähr, um zu schauen, ob es sich dann beschwert. 8 Minuten Verspätung. Ja, Abschleppen ist zwar grundsätzlich ein interessantes Manöver, aber für den Fahrdienstleiter ist es einfach für den Arsch, weil da die Strecke gesperrt ist die ganze Zeit. So viel schlimmer wäre es, wenn das natürlich irgendwo im Weichenbereich passiert. So, da vorne ist schon wieder nicht grün. Ach Mann. Ah, hat's gerade umgeschalten. Ah, ist wieder grün. Okay. Bleib auf 100. Ah, ich will eigentlich schon ein bisschen ausreizen. Ich will wieder halbwegs glücklich sein. Wobei. Ich seh's gerade. Wir müssen es eigentlich nur bis nach Travova Gornica da schaffen. Weil dann fahren wir auf die linke Seite, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und da ist dann nur noch KI. Bis Sosnovik Poli irgendwas. Wenn es dann der Weg ist. Was ist, naja, für immer wäre es doch mal richtig interessant, wenn es so Ereignisse mal gäbe. Wo man dann auch wissen muss. Und jetzt, achso. Herausforderungen stellen, müssen sie auch Gleisbauarbeiten, Signalstellen etc. Ja, auf jeden Fall. Weil das Ganze halt wirklich nur mit Leuten machen, die damit dann halt auch umgehen kann. Also mit Anfänger kannst du es ja dann nicht bringen. Also vor allem Lokstörungen nicht. Also wenn dann, würde ich sagen, machst du die Option rein, dass du die Störungen abschalten kannst. Komm, schalt um. Bleib nicht auf Rot. Wer ist der nächste Fahrdienstleiter? Der ist hier. Wird hier verfolgt. Also White Banana, ich wäre schon froh, wenn du FDL nach halbwegs Vorschriften machen würdest. Und wenn du da nicht ausbremst. Was ist jetzt mit der Bremse los? Na, höher im Prio. Komm, wir sind wieder zu. Sind Mods geplant für das Spiel? Ja, es gibt schon Mods. Aber so Ingame-Mods glaube ich noch nicht. Aber ich meinte, sie haben irgendwas gesagt, dass man eventuell Modelle erstellen kann zum Importieren. Irgendwas sowas war da im Forum.
Also wirklich witzig finde ich das jetzt nicht. So, komm, Bremse, bin lustig, danke. Klingt noch keine Ahnung, ob es kommt. Ja, wie gesagt, sie haben sie da noch nicht wirklich festgelegt. Ich glaube, im Devstream war das mal, dass sie es auch noch mit erwähnt haben. Aber ich müsste mal nochmal raussuchen. Eigentlich wäre mal so ein neuer Devstream von ihnen ganz gut. Dass sie auch mal die Roadmap mal durchgehen und über die zukünftigen Features sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die bald mal auch die Community an der Stellung von Stellwerken, Strecken und Fahrzeugen teilhaben lassen. Wäre auch logisch, wird vieles beschleunigen. Es sollte dann nur so wie bei Susi geben, dass vorher die Mods geprüft werden, ob sie der Qualitätsansprüchen entsprechen. Ja, da wäre ich auch mit dabei. Ja, bitte nice, du hast recht. Sollte ich eigentlich öfter dran denken. Ab und zu mache ich es, aber ich denke nicht immer dran. Das war jetzt eine dezent unnötige Aktion. Ach, der CEO ist auch wieder unterwegs. Wir fahren jetzt einfach nach Lucia. 41-42, es geht sofort weiter. Ja, danke schön. Oh ja, VR-Support. Was ist der Grund, warum ich jetzt hier stehe? Der Grund war, weil ich nochmal die Fahrstraße aufgelöst habe und muss das jetzt zurücksetzen. Und zwar, ich glaube, ich stand also in Draboa, okay, sollte man eigentlich jetzt sein. Sehr geil. Ja, gib mir eine Minute, ich würde den Fahrstand verlegen. Eine Minute, 5, 2. Durch Benzin bin ich schon durch. So, komm, Lok, fahr schneller. Müssen wir Minuten irgendwie rausholen. Also ich würde noch ein bisschen warten mit dem Kauf. Vielleicht einen Monat oder zwei. Dann würde ich es mal aber auf jeden Fall holen. Abfahrt. Geht los! Oh mein, ein bisschen zu schnell. Punkte sind mir jetzt gerade ein bisschen egal. Hauptsache ich komme ein bisschen pünktlicher. Tut mir leid für die Wartezeit. Was? Ich meine 5 km/h. Das ist schon in der Toleranz.
Okay, ich glaube, vor mir sind normale Leute jetzt vor den Slider. Zu schnell Termindruck. Meinst du, solange es immer nur ein Punkt ist? Der ist gar nicht verkraften. Ja, was definitiv noch fehlt, ist also die weiteren Stellwerke, dann das SWDR. Entschuldigung, richtig funktioniert. Zwar die Verspätungen melden kann oder Verfrühungen. Eigene Fahrpläne hätte ich noch gern. Und Rangierfahrten, beziehungsweise generell Fahrten, wo du zum Beispiel auch umsetzen musst und solche Sachen. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal drin haben. SWDR, das ist das Fenster, wo die ganzen Fahrpläne zu sehen sind. Yeah, 250 Punkte. 100. Ja gut, dann bremsen wir mal. So, bitte kein Disconnect jetzt. Und wieder lösen. Ha! Da ist unsere Güterlok. Ciao, Güterlok. Und noch mehr Grafik-Glitches. Ich weiß gar nicht, müssen wir ausprobieren, ob die Punkte auch angerechnet werden, wenn man Singleplayer fährt. Ja, die KI macht's gerade richtig. So, ja, mal auf 28. Nächster Halt, 6 Kilometer. Oh, wer war das? Also, Giesel. Ja, stimmt eigentlich. Speichern war eigentlich gar nicht mal so schlecht im Singleplayer, vor allem bei so Szenarien, die 3 oder 5 Stunden gehen. Müsste eigentlich einfach gehen, nachdem ja keine anderen Spieler da unterwegs sind. Was ich interessant finde und ist auch riesig so, wie Pol die ganzen DKWs an den durchgehenden Hauptgleisen behalten hat. Das sind die nicht so. Hier wurden die über Jahrzehnte hinweg noch möglich ersetzt. Ob da eigentlich fast täglich Updates zu dem Spiel oder immer bestimmte Tage? So semi-täglich würde ich jetzt mal sagen. Also im Hintergrund sind sie jetzt sehr durchgehend gerade was am machen. Also das Forum wird ja geflutet mit Bug-Reports. Lieblingslok habe jetzt eigentlich nicht so wirklich welche. Also die EU fahre ich eigentlich ganz gern und Pendolino. Die machen eigentlich Spaß. Der einzige, die S-Bahn ist jetzt nicht so mein favorisierter Zug.
das könnte jetzt sehr knapp werden. Das war jetzt ein bisschen heftig. Warum ist denn da rot? Ist da irgendwas vor mir? 7 Kilometer entfernt. Warum darf ich da nicht reinfahren? Oh wow. Hebel war ja noch aktiv. Die Lok hasst mich, wie mit ihr umgeht. Ich glaube, die will gegen mich eine Beschwerde schreiben, wenn sie könnte. So, da wären wir. Was soll denn das? Warum habe ich denn da schon Ausfahrt? Es ist gegen die Regeln. Was heißt, Baba, du müsstest mal, wenn du so einen Ast im Lichtraumprofil siehst, das dem zuständigen FTL melden. Mal gucken, wie der darauf reagiert. Wie gefordert wird, arbeitet nicht. So, anhalten. Wo bin ich jetzt genau an der Haltetafel? Gerade einen Meter davor. So, lösen hier. Gut, los geht's. Nächster Halt ist das Nove Glauni. Und dann kommt Katowice. Fahren kann ich das jetzt nicht mehr. Für das ist die Strecke zu kurz. Zugsicherung hat's, aber ich hab sie aus. Ich kann sie mal anmachen. Weil es einfach nur faul, deswegen ist sie aus. Was? Nein, speichern. Jetzt ist sie an. Ja, stimmt ja gar nicht. Neben der Sifu hat es auch noch ABS. Ganz analog dem englischen System.
alles, was nicht grün ist, darfst du bestätigen. Wundert sich, dass die Engländer und ein Polen, die mit den zwei Systemen so gut klarkommen. Ja, okay. Hat noch ECTS. Aber das zähle ich jetzt mal nicht mit. Was könnte anders als den Troll in den Zügen entgegenwirken? Inwiefern denn? Ja, aber gut, wenn jemand so gar keinen Plan hat von LCB und PZB, dann braucht es mal schon ein bisschen, bis man das Intus hat. Also vor allem mit den unterschiedlichen Zugarten, wann du wie schnell fahren darfst, wie schnell du runterbremsen darfst, etc. Also hätte auch länger braucht, bis ich es dann verstanden habe. Also vor allem dann unter der Zugart, das macht Spaß. Das meinst du mit Zugsicherungssystem? Ja, gut. Nächster Halt. Sosnovyj Kolony. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nein, kein Disconnect. Bitte nicht. Wenigstens ein paar Punkte möchte ich heute machen. Auch wenn es mir egal ist, aber trotzdem. Zwischen Lokführerausbildung und Spießball sollte es doch immer einen kleinen Unterschied geben. Ja, schon. Aber wenn jemand auch super realistisch fahren möchte, soll es auch die Möglichkeit dazu geben, finde ich. Also dem einzigen Simulator, wo man das halb, ja gut, neben zusehe, ist halt noch TS Classic. TSW kannst du echt pfeifen. So, da vorne ist schon der Bahnhof. Das kenne ich nicht. Ich bin tatsächlich hier erst zum Lokliebhaber mutiert. Noch viel lieber in der Lernphase. Ah, noch voll in der Lernphase, so. Ich kann das voll nicht. Zug fahren und zeig gleich in den Chat gucken. Entschuldigung. Ja, da hätte ich jetzt anders bremsen sollen. Naja, bin eh schon zu spät, was soll's.
Und die gingen mal. Warum gehen die jetzt eigentlich nicht mehr? Lass mir die ansagen. Pünktlich. Also nach Schweizer Verhältnissen bin ich nicht pünktlich. Ja, die Ansagen haben mal funktioniert, aber gehen halt jetzt nicht mehr. Wenn zu spät ist, die haben schon abgeschalten. Oder haben sie gedacht, ey, der kommt doch eh nicht mehr, kriegt einen Disconnect. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie in der Zukunft wirklich mehr selber machen. Ja, momentan müssen sie aber ein bisschen an der Infrastruktur arbeiten, dass die sauber läuft. Und dann wird es auf alle Fälle mehr D-Server geben, EN-Server und so weiter. Also vor allem das Protokoll zwischen Client und Server, das mit den Disconnects, das müssen sie halt einfach erst mal hinkriegen. Ich glaube, bevor die da großartig die Infrastruktur ausbauen. Bringt ja nichts, wenn du dann 50, 80 Server hast und die Leute fliegen einfach regelmäßig raus. Letzten Kilometer. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Was ist eigentlich da vorne? Der T. Oder nein, Maximum ist schon mal gegessen. Ach, wir fahren ja noch weiter. Ich frage mich, ob er nach dem Halt in Katowice uns gerade den Szenario Ende gibt oder ob wir noch ein bisschen weiterfahren dürfen. Aber ich vermute mal, in Katowice schmeißt er uns dann raus. Ich glaube, kommt irgendwann 70 noch oder so vor Katowice. Ja, 90. Und da war die Ankündigung. Nee, das wäre nicht lustig. So, vorletzte Station.
Oh was. Keine direkte Einfahrt. Ah ne. Wegen dem weichen Bereich. Meine Damen und Herren, nächster Halt Katowice, Ausstieg auf irgendeiner Seite mit einer Verspätung von 10 Minuten. Und dafür war weit Banane. Weh, du machst es nochmal. Ja, Entschuldigung, erstmal lang genug. Aber nicht wiederholen. Sag mal, bei mir macht sich die Bremse ab und zu selbstständig. Sieht einfach komplett nach hinten. So, da vorne ist der Bahnhof. Endlich geschafft. Ist ganz ohne Disconnect. Ah, schöner Abschluss. Ja, war ein spaßiger Stream. Ich meine, ganz am Anfang, die Langsamfahrt, die war halt nicht so geil. Aber ist, was ist. Aber der Rest war dann echt ganz okay. Aber ich denke, wir werden schon nochmal wieder einen TD2 Livestream machen als FTL. Das ist dann auf alle Fälle Abwechslung geboten. Den Bahnhof? Nö, sind die einzigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links, so wie es aussieht. Meine Damen und Herren, dieser Zug endet hier. Vergesst Sie keine Gepäckstücke. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Weiterfahrt. Das mit dem Grafikglitch, das wird echt immer schlimmer. So, sauber. Neun Minuten Verspätung. Ja, wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Schön. Wir haben es geschafft. Oh, würde ich mich jetzt benoten, würde ich sagen... 2 minus. Ganz knapp. So, ungefähr. Ja, liebe Leute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Für mich war's das. Ich muss jetzt auch mal ins Bett. Und eventuell Freitag oder Samstag sehen wir uns dann im nächsten Livestream. Also, bis dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann.
Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.